Alex, oder wie Mix, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade hier am Alexanderplatz. Ich würde sagen, bevor das Video beginnt, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Hier gibt es ein bisschen Partystimmung und Intro. Also hier abseits so ein bisschen ruhiger schon, aber ihr seht, was hier los ist zum Beispiel. Ich gehe mal ganz kurz an die Ecke. Auch sehr viele Kids. Hier wird natürlich gefeiert. Schaut euch das an, Freunde, was hier abgeht. Berliner Oktoberfest. Am Alex sozusagen. Sehr klein, sehr familiär. Wir gehen mal ganz kurz erstmal in die Ecke und dann kurz auf die andere Seite. Schaut euch an, was hier abgeht. Auf jeden Fall. Bisschen was los, aber nur ein bisschen. Ja, Bierchen geht immer. Ich weiß jetzt nicht, wie es in München ist, aber hier ist auf jeden Fall Stimmung. Toiletten auf der anderen Seite. Und ja, Bro. Ciao. Gibt's auf jeden Fall ein paar G's, ja? Soll ich sagen. Ja, wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite und gucken, was da so läuft. Guck mal, da noch ein bisschen mehr Souvenirs. Berlin-Souvenirs, dann noch ein paar andere Läden, so mit Maler, mit Malereien, so Farben, mit Bildern und so, die ich hier gerade sehe. Souvenirshops. Dann so Saufhütten an jeder zweiten Ecke. Juwelier, ein bisschen, wie ist das? Oktoberfest. Nach dem Oktoberfest kommt ja noch sogar einmal Weihnachtsmarkt. Mal sehen, wie das dieses Jahr sein wird. Ihr wisst ja, ich bin jeden Tag überall für euch unterwegs.
oh, hier kann man Bier trinken und so kurze weghauen. Wie zum Beispiel in diesem Ding. Und ja, ist interessant, wie immer. Montagabend übrigens, am Montagabend durch. Der Mitarbeiter von der BVG erstmal Pause, oder was? Feierabend besser gesagt. Ja. Immer so ein bisschen. Hier stellen sich Leute an für Crepes. Auch gerade übelst Hunger irgendwie auf so einen Crepe, aber. Das ist bestimmt 5 oder was? I don't know about this one. Ja, heftig. Ich kenne mein Prinzip, ich stelle mich nicht an, Freunde. Wir gehen mal ganz kurz nochmal hier um die Ecke, gucken, was da so los ist. Oktoberfest in Berlin, so auf dem Motto. Sagen Sie, ist es gut heute gewesen oder die letzten Tage oder wird es immer ein bisschen schlechter? Kann ich dir leider nicht sagen. Kannst ich bin nur sagen. Immer stundenweise. Ah ja, alles klar. Ja, hey. Kurz und knappig, ein kleines Video. Eine kleine Veranstaltung nochmal hier aus der Ecke. Touristen, alle hier, alles, Digga. Touristen, Schulklassen aus verschiedensten Bundesstädten hier. Ja. Und was soll ich sagen? So sieht das hier aus. Auch G's, die hier unterwegs sind. Auch. Hallo. Gibt es viele G's, auch viele Diebe, die unterwegs sind. Man muss sich auf jeden Fall hier auf der Hut haben. Man muss auf jeden Fall mal auf der Hut sein hier und mal auf die Taschen aufpacken, weil hier geht's schnell. Jemand stellt sich hinter dir und dann sind die Sachen schnell weg. So. Offiziell einer der gefährlichsten Orte in Berlin, immer noch. Alexanderplatz. Jemand schmeißt schon mit Flaschen herum. Ich glaube, die Party ist vorbei. Musik ist aus. Bald müssen auch die ganzen Leute nach Hause. So, Musik ist aus, wie ihr seht. Jetzt wird der Platz auch geräumt. Dann sollen die Leute alle nach Hause gehen und so, damit die nicht mehr trinken. Weil umso mehr Alkohol, umso mehr Konsum, umso aggressiver wird es ja. Und was geht ab? Alles gut? Wie läuft's? Der Homie hier. Du siehst ja, hier ist ein bisschen anders am Abend. Und ja, also ich finde auch, kann ich auch noch dazu sagen, dass es hier in der Nacht, seht ihr, in der Nacht wird es ein bisschen so, also Alex ist schon nicht ungefährlich. Ich will nicht sagen, dass es gefährlich ist, aber ich will auch nicht sagen, dass es nicht ungefährlich ist. Es ist auf jeden Fall nachts hier, muss man ein bisschen gucken, ja. Sollte man hier nicht rumlungern, um 0 Uhr, um 2 Uhr um Nacht. Ja, also hier gibt es all Mögliches. Musik ist aus. Wie gesagt, ab 0 Uhr ist Game Over. Auch zum Teil hier sehr viele auch Leute, die angetrunken sind, auch viele Leute auf Drugs. Die Crackheads gibt es ja nicht nur in Frankfurt am Main oder in Frankfurt an sich. Auch hier in Berlin am Alexanderplatz, auch hier. Wie gesagt, nachts ist das auch eine Art Brennpunkt, auch am Alex zu sein. Wenn ihr hier am Alexanderplatz seid, müsstet ihr euch schon noch ein bisschen auskennen. Vor allem, wie ihr euch bewegt, wie kommt doch mal drauf an, wo ihr am Alex seid. Ja, weil hier ist schon Crackhead auf jeden Fall. Die Gegend ist schon Crack, auf jeden Fall, Freunde. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Das ist der Alex. Hier auf der anderen Seite ist es leer. Aber das war so ein bisschen unser Einblick ins Berliner Oktoberfest. Was haltet ihr davon? Habt ihr es gefeiert? Findet ihr es gut? Ist natürlich jetzt nicht so wie in München, aber das war unser Oktoberfest auf dem Alex hier. Ja, guck mal hier. Asiaten rennen mit Karton herum, alles ist crazy. Berlin ist verrückt, Bruder. Ja. Ah, ich hab dich gesehen. Ja, kann sein, Bruder. Kann sein, Bruder. Ja. Ich mache auch seriöse Sachen. Ich mache auch YouTube. Aber TikTok ist so für eure Generation. Mach's gut. Die jüngere Generation. Schnelles Spaß. Ja. Ja. Okay, das war's auch schon mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ihr feiert das. Ihr habt gesehen, was bei uns hier so abgeht. Oktoberfest technisch hier so in Berlin. Für Arme sowas. Ja? So ein bisschen für Crackheads. Aber trotzdem, dennoch waren Touristen hier. Wie gesagt, Berlin ist so der Stil, alle hängen aufeinander rum. Und ob Tourist, Arzt oder sonst wer, die sind alle hier und feiern dann einfach mal zusammen.
ob hier an der Warschauer Straße oder irgendwie an solchen Straßenfesten wie hier am Alexanderplatz. Mein Name ist J6, All in the Mix. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Bis zu einer neuen Reise. Haut rein. Grüße aus Berlin-Alexanderplatz. Ost-Berlin. Peace out.